herzlich willkommen zu einem neuen Video zu der Videokooperationsreihe Hashtag zusammenbasteln. Ja, es ist mal wieder soweit und diesmal hat es tatsächlich sogar den 1. Mai erwischt. Also ich wünsche euch allen, auch wenn das Video erst heute Abend kommt, einen schönen Feiertag. Ich hoffe, ihr habt ihn genossen. Ich meine, es ist zwar Samstag, aber ich hätte zum Beispiel heute arbeiten müssen, wenn der Feiertag nicht gewesen wäre. Von daher, denen es eben so ging, ich hoffe, ihr hattet einen schönen Feiertag. Ja, dann wie immer, erstmal die Werke, die ich nachgebastelt habe. Und das wäre zum einen diese hübsche Papierstreifenblume von der lieben Maike vom Kanal Fairy Mana. So. Und hier in diesem Büchlein befinden sich die anderen beiden Werke. Und zwar habe ich sowohl die Briefmarken mit dem Fingerabdruckfigürchen von der Christine Kreativ nachgebastelt, wie auch das Projekt einer weiteren Person, die eigentlich nichts mit unserer Kooperationsreihe zu tun hat. Aber ich brauchte halt noch ein drittes Projekt und leider haben wieder mal nur wir drei, die üblichen Verdächtigen, mitgemacht. Also bitte, liebe Leute, wenn ihr Zeit und Lust habt, macht unbedingt mit. Es macht so einen Spaß, die Sachen nachzubasteln, auch sich selbst nochmal was zu überlegen, um die anderen halt auch ein bisschen herauszufordern. So, und zwar habe ich mir ausgesucht von der lieben G-Care, oder G-Care, ich bin mir nicht sicher, wie es ausgesprochen wird, jedenfalls ein englischer Kanal oder englischsprachig. Und sie hat eine Four-Pocket... Na, wie genau hieß es noch gleich? Ich muss doch tatsächlich nochmal nachgucken. Four Pocket Paperclip. Genau, ein Four Pocket Paperclip. Und der ist hier in meinem Buch drin, in meinem Ideenbuch. So, und da kommen auch schon die ersten Briefmarken rausgepurzelt. Und zwar ist das ein kleiner Paperclip mit insgesamt 4 Taschen, in die ich jetzt gerade die Briefmarken reingesteckt habe. Der hat vorne diese 2 Taschen. Und hinten eben auch nochmal diese 2 Taschen und eben den Paperclip, die Büroklammer, mit dem man das Ganze eben in seinem Buch befestigen kann. Das Video von ihr mit der Anleitung verlinke ich euch sehr gerne unten in der Infobox. Ja, und dann habe ich hier noch diese 3 wunderschönen Briefmarken. Leider sind meine Briefmarkenstanzen eher ungleich unterschiedlich, deswegen auch meine Briefmarken so ein bisschen überdimensional und unregelmäßig sind, aber nichtsdestotrotz habe ich die Idee sehr gerne aufgegriffen und auch genutzt und ich finde, sie sind richtig schön geworden. Ja. Das sind meine 3 Sachen, die ich nachgebastelt habe. Und dann kommen wir auch schon zu dem Projekt, was ich für heute, für die nächste Runde, vorbereitet habe. So, für mein Projekt, was ich für heute geplant habe, braucht man Acrylblöcke in verschiedenen Größen. Die hat man ja üblicherweise vom Stempel. Dann Filzstifte, am besten welche, die ein bisschen mit Wasser vermalbar sind. Und einen Kartenrohling. Ich werde nämlich jetzt mit diesen Acrylblöcken auf den Rohling stempeln. Nun habe ich schon festgestellt, dass das nicht ganz hinkommt, wenn man das einfach nur so verteilt. Deswegen werde ich auch die schmalen Seiten, zumindest von dem großen Block, wahrscheinlich auch von dem kleinen, nutzen. Und dann schauen wir einfach mal, wie das funktioniert. Ausprobiert habe ich das nämlich auch noch nicht. Also schauen wir einfach mal. Achso, und natürlich noch eine Sprühflasche mit Wasser. Und ich male mir jetzt einfach hier die Fläche meines Acrylblocks an. Möglichst ohne Katzenhaare, aber das kann man ja nicht ganz vermeiden. Ja. Dann lege ich mir hier mal gerade ein Handtuch unter, damit ich nicht den ganzen Raum unter Wasser setze. Ja, dann sprühe ich mir hier drauf. Ja.
schnappe ich mir das Ganze und stempel mir das hier. So, sieht doch schon mal nicht schlecht aus. Dann nehme ich als nächstes mal die schmale Seite. Was nehmen wir denn für eine Farbe? Aha, hier haben wir das Blaugrün. Dann schnappe ich mir hier einfach schmale Seite, mal hier wieder alles an. Sprühe auch da drauf. Ja. Und stempel. Und so mache ich das weiter mit den beiden Acrylblöcken, bis die ganze Karte quasi voll ist. So, gestempelt ist das Ganze jetzt. Das muss natürlich noch ein bisschen trocknen, aber dann können wir das auch weiter verarbeiten. So, das Ganze ist jetzt trocken. Und jetzt können wir das Ganze, wie gesagt, weiter bearbeiten. Und ich habe mich hier fürs Stempeln entschieden. Und zwar habe ich mir hier so einen kleinen Spruch rausgesucht. Genießt die kleinen Dinge. Und dann stempel ich das genau auf diese große grüne Fläche, weil die bietet sich dafür geradezu an. Jawohl. Vielleicht ein bisschen weit rechts, aber das macht nichts. Dann können wir auch noch ein bisschen Deko dazu machen. Ja, die Stempel sauber machen. Schnappe ich mir noch einen Fineliner. Und dann male ich hier in die Ecken noch jeweils eine stilisierte Blume. Muss auch gar nicht gleichmäßig oder regelmäßig sein. Und hier unten mache ich dasselbe. Kleine. So. Und dann ist meine Karte auch schon fertig. Mit ganz einfachen Mitteln, die zumindest jeder Bastler daheim haben sollte. Oder jeder Kartenbastler, um genau zu sein. Jo. Und ich hoffe, euch gefällt die Idee. Ich freue mich schon auf eure nachgebastelten Werke. Und wie gesagt, gerne mitmachen, wenn ihr Bock habt. Wir beißen nicht. Und es macht wirklich sehr viel Spaß. Also ich habe jedes Mal sehr viel Spaß beim Nachbasteln und Vorbasteln. Ja, dann bedanke ich mich recht herzlich fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir natürlich sehr gerne einen Daumen nach oben da. Dann könnt ihr hier wie immer meinen Kanal abonnieren. Hier findet ihr das letzte Video, was ich hochgeladen habe. Schaut doch unbedingt bei den anderen vorbei. Ich hoffe, diesmal sind es wieder mehr. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao, ihr Lieben.